Hallo Reisefreunde, der Schorsch Tour war wieder unterwegs, diesmal in der Oberpfalz und in Oberfranken. Begonnen hat es in Rötz. Dort habe ich meinen Kumpel Sascha besucht. Er hatte einen Auftrag für mich, damit ich einen Laptop zu seinem Kollegen nach Coburg fahre. Danach fuhr ich nach Neuenburg vom Wald, um bei der Gummibärchenfabrik im Werksverkauf ein paar Sachen einzukaufen. Mein nächstes Ziel war dann Poppenricht. Dort fand die Jahreshauptversammlung der Innung Rollladen und Sonnenschutz für Nordbayern statt. Dort bin ich Obermeister und ich habe diese Tagung mit meiner Geschäftsführerin selbst organisiert. In Poppenricht haben wir den Rollladenbetrieb Schmidt besucht. Andrea Hilmer-Schmidt und ihr Mann Franz sowie Sohn Hans-Georg haben einen sehr schönen kleinen Betrieb, der sehr erfolgreich ist. Wir wurden von ihnen eingeladen zu einer Besichtigung. Insgesamt haben wieder über 50 Personen daran teilgenommen. Das hat mich als Obermeister natürlich sehr gefreut. Nach einer Registrierung und nach Einhaltung der ganzen 3G-Vorschriften während der Corona-Zeit durften wir das Gelände betreten. Andrea hat dafür gesorgt, mit ihren beiden Töchtern und den Nichten, dass wir bestens mit Getränken und Essen versorgt wurden. Nach einer Ansprache erzählte Andrea über die Geschichte des Unternehmens und anschließend wurden wir in Gruppen aufgeteilt, um den Betrieb in Ruhe ansehen zu können. Schaut euch die Bilder einfach mal in Ruhe an. Anschließend sind wir nach Amberg gefahren, zum Hotel Drahthammer Schlössl. Ein sehr schönes Hotel in Amberg, bei dem öfters Tagungen stattfinden. Alle mussten erst ihr Zimmer beziehen und danach haben wir uns noch kurz vor dem Hotel getroffen. Die Zimmer sind sehr schön und modern eingerichtet. Anschließend fuhren wir mit dem Bus nach Sulzbach-Rosenberg. Dort war im schönen Gasthof Sperber ein Saal für uns reserviert. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hat eine sehr schöne Altstadt und lädt zu einem Besuch ein. Der Familienbetrieb ist sehr gut geführt und das Bier schmeckt sehr lecker. Wir haben uns alle sehr wohl dort gefühlt. Da wir letztes Jahr 60-Jahr-Feier hatten und dies Corona-bedingt ausgefallen ist, hat die Innung ihre Mitglieder an diesen Abend komplett eingeladen. Essen und Getränke waren frei, die Stimmung war hervorragend und alle konnten sich in Ruhe miteinander unterhalten. Am nächsten Tag fand nach dem Frühstücksbuffet im Wintergarten des Hotels Drahthammer Schlössl die Jahreshauptversammlung statt.
Als Obermeister habe ich zuerst einen Rückblick über die vergangenen Monate gemacht. Danach sprach uns die engagierten Berufsschullehrer von unserer Berufsschule in Wiesau über die aktuellen Zahlen in unserem Beruf Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, der momentan wieder sehr gefragt ist, was uns sehr freut. Insgesamt war die Jahreshauptversammlung sehr gut besucht und es gab wieder viele wichtige Punkte zu besprechen. Nach einer kurzen Pause gab es die Neuwahlen. Alle Vorstandsmitglieder haben sich wieder zur Neuwahl bereit erklärt und alle wurden einstimmig wiedergewählt, was mich sehr persönlich freute. Hier nochmal ein Bild von der Vorstandschaft und es kamen sogar noch zwei junge Mitglieder dazu. Danach hat die Innung alle nochmal zu einem Mittagessen eingeladen, bevor sie sich dann auf dem Heimweg machten. Vielen Dank an alle, dass sie gekommen sind und immer so treu der Innung zuhalten. Nach der Veranstaltung bin ich mit meinem Wohnmobil nach Kulmbach gefahren. Dort habe ich mir die Innenstadt angesehen und bin oben auf die Blassenburg gegangen, mit dem Rad hochgefahren. Kulmbach ist bekannt als Bierstadt. In Lautertal bei Coburg habe ich dann an Markus den Computer übergeben und wir haben uns beim Eiswagen ein Eis gekauft. Anschließend sind wir nach Coburg in die Stadt gefahren. Coburg ist eine sehr alte und schöne Stadt mit sehr vielen zahlreichen schönen Gebäuden. Dazu den Hofgarten und oben am Berg die Feste. Zuerst sind wir durch die Innenstadt marschiert. Markus hat mir die verschiedenen Plätze und Gebäude erklärt und ich habe schöne Filme darüber gedreht. Schaut euch die Bilder einfach mal in Ruhe an. Beim Hofgarten haben wir dann eine Live-Musik gehört. Wir sind etwas näher hingegangen und drei Damen haben eine sehr schöne Performance geboten. Zahlreiche Leute sind stehen geblieben und haben zugehört. Danach sind wir in ein Burgerlokal gegangen mit einem sehr schönen Innenhof. Das Essen war lecker und wir hatten uns viel zu erzählen. Als Markus dann nach Hause ging, bin ich noch kurz im Biersalon eingekehrt, habe mir ein Bier gekauft und bei der Live-Musik etwas zugehört.
Die Nacht habe ich dann auf dem Parkplatz verbracht. Am nächsten Tag habe ich mich mit Markus um 8 Uhr zum Frühstück getroffen. Und er hat mit mir gemeinsam dann die Feste besucht. Wir sind mit dem Wohnmobil hochgefahren zum Parkplatz, zu Fuß zum Eingang gegangen und dann die letzten Meter hoch zur Festung marschiert. Die Festung hat sehr schöne Innenhöfe mit sehr schönen Gebäuden und man kann von oben aus über die ganze Stadt Coburg sehen. Nachdem ich Markus wieder zurückgebracht habe, bin ich nach Bamberg weitergefahren. Dort habe ich mir mein Rad genommen und bin in die Innenstadt geradelt. Es gibt eine sehr schöne und große Fußgängerzone und auch hier sind sehr viele zahlreiche alte Gebäude. Bamberg ist Weltkulturerbe und hat sehr viel zu bieten. Neben dem Rathaus und dem schönen Fluss, das auch hier als Klein-Venedig bezeichnet wird, bin ich dann rauf zur Kathedrale und habe mir von dort aus noch einen Blick über Coburg gegönnt. Danach bin ich weitergefahren nach Pottenstein. Dort habe ich mich mit Ernst und Erika aus Furt im Wald getroffen. Erika hatte an diesem Tag ihren Geburtstag und ich habe sie kurz besucht und ihr gratuliert. In Pottenstein sind wir gemeinsam zum Italiener zum Mittagessen gegangen.